Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind noch bei der 1999 Album Reaction mit Kinder der Nacht. Wir sind beim, wo sind wir denn? Vierten Song angekommen. Wieder mit Video. Mega geil. Muss ehrlich sagen, das gefällt mir so an 1999 so. Nicht, kein langes Album. Dann hast du richtig viele Videos. Mega geil. Könnten wegen meiner ein paar mehr Artisten so machen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, was haben wir heute? 1999? Ist schon klar. Mit Chiago? Immer eine gute Kombi, muss man halt wirklich sagen. Flasche Kreis. Okay. Produziert bei Barré. Kennen wir auch. Combo technisch. Halleluja. Also ich bin gespannt, was kommt. Wir gehen rein. Flasche Kreis. Let's. In meiner Straße ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Warte, warte, was? Ist das so ein Ding, dass man sich den Bart kämmt? Ich meine, da ist ja noch wenig. Noch weniger als. Oder mehr als ich habe. Eigentlich weniger. Aber. Hä? Okay. Da merkt man schon wieder, ne? Wir sind bei 1999, da passieren auch wieder Dinge, die. Ist einfach bekloppt. Ich finde es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. In meiner Straße oh. Ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich finde es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Bro, what? Das Ding scheppert gut. 1999 mit so einem Beat? Okay, 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 okay. Krass, das ist was Neues. Also, beattechnisch ist wild. Was ist das? Das ist aber auch sowas, ne? Das ist Kiste auch wieder nur in so einem Edelrestaurant, ne? Gefühlt nichts drauf, kannst gefühlt besser selber machen und. Wieder ein bisschen hochgezogen, aber kannst dir gefühlt aus der Konservendose und die guten Frikadellen aus der Verpackung, aus der Kieftüte, Kieftüte? Was? Aus dem Tiefkühlregal oder aus dem Kühlregal holen. Also das ist krass. Sind das Kroketten? Oder Knickknacks? Ich sag ganz ehrlich, lecker sieht's trotzdem aus, ne? Ja, egal, wir gehen weiter. Ich bin ein 90er Baby, hab 90er Techno und Playlist. Spazier mit meinem Girl und ich zeig dir einen Song, der dann bald auf meinem Tape ist. Bro, dieses Dubstep-mäßige im Hintergrund, ne, ist crazy. Das für mich, der jetzt gerade nicht so viel Chiago hört, keine Ahnung warum, aber nicht so viel hört, ist das eine crazy Combo. Das ist wirklich crazy. Aber man muss halt auch sagen, ne, so der Beat. Wenn du alleine nach dem Beat gehst, das ist halt Chiago, ne? Das passt perfekt zusammen. Der Typ, der geht da drauf mit seiner Stimme, mit seinem Flow. Wenn die Sonne mir sagt, geh nach Hause, noch saufen, jetzt ist nicht okay, was dann? Dann werde ich mich wieder setzen, wie nach einer Standing Ovation. Einer schickt eine Location und sagt, komm mit maximal zwei. Doch hab verlernt, wie man zählt und ich komm mit der ganzen Partei. Hab seit Stunden riesen Ohrwurm in meinem Kopf von DJ Bobo. Stolper, klatsche aus der Wohnung, ich bin... DJ Bobo. Wer kennt denn noch DJ Bobo? Halleluja. Der, ach du geil, heilige Flinte. Also DJ Bobo, die Flinte? Halleluja. Oh, wie lange ist das her, dass ich davon, von dem Mann mal einen Song gehört habe? Crazy. DJ Bobo, stolper Klatsche aus der Wohnung. Ich bin ab. Boah. Absprung hab ich verpasst. Bin blau wie ein Fallchen schon vor Mitternacht. Ich finde halt crazy,
bei dem Song merkst du halt wirklich, was ein Beat ausmachen kann, ne? Oder was der Hintergrundsound ausmachen kann. Wenn wir überlegen, 1999, ne? Ich liebe die dafür, dass sie dieses Freiheitsgefühl halt schaffen, in Musikform umzuwandeln. Dass du dir die Musik anhörst und dich irgendwo hinsetzen könntest. Auch gefühlt in einem Ärztezimmer. Haust dir 1999 rein. Und es ist so, als wärst du auf einer Wiese. Vielleicht sogar noch mit deiner Clique. Aber einfach so dieses geile, freie Leben. Dieses lockere, sage ich jetzt mal. Aber durch diesen Beat, es scheppert das so hart. Das ist krass. Ihr schneidet Szenen, glitzert was. Mich 50-50, macht daraus keine Wissenschaft. Atme ein, atme aus, unsere Stadt ist wunderschön. Ja, ja, ja. Atme ein, atme aus, will noch nicht nach Hause gehen. Ja, mit so einer Scheiße kriegst du mich halt, ne? Also da muss ich halt ehrlich sagen, der Part, der hat mir schon ein bisschen besser gefallen als der von Chiago. Klar, ne, Chiago hat abgerissen, aber man kennt's halt auch irgendwie, weil Chiago genau dafür steht. So ein krasser, geiler Beat, wo du eigentlich nicht mit Rap drauf gehst, aber Chiago macht es einfach und zerstört es auch wieder. Aber da, wahrscheinlich auch, weil ich gerade in der Album-Reaction bin, habe ich den Part ein bisschen mehr gefeiert. Gerade am Ende so dieses, ja, crazy. Straße ist die Party vorbei. Trink aus der Flasche und sie wandert im Kreis. Ich find es schade, dass du mir nicht mehr schreibst. Doch ich bin jung und ich hab keinen Bock auf Streit. Geil. Also ganz ehrlich, ne, wenn du solche Kenner hast, hast du aber so gewonnen, aber auch verloren, ey. Wenn du da die falschen Leute sitzen hast, die kommen nie wieder. Und die richtig coolen, die kommen wieder und sagen, ey, wo sind die? Das hat doch richtig Spaß gemacht. Aber die Jungs sehen auch verdammt gut aus in der Kleidung, muss ich ehrlich sagen. Kellner sehen immer so krass edel aus. Das ist auch geil. Sag ich ganz ehrlich, gerade die Kleidung, mega geil. Einfach so mal rumlaufen. Richtig edel, richtig nice. Boah, schönes Ende. Schönes Ende. Ganz ehrlich, das war richtig. Da wurde es nochmal richtig schön, ne? So ohne. Ich glaube, hier hat man nochmal gemerkt, so, wo es aber auch hingehen hätte können. So, wenn der Bass nicht so geballert hätte. Aber wie gesagt, das hat extrem Spaß gemacht. Geiles Teil. Ich muss auch sagen, das hier gefällt mir sehr gut. Ist cool gemacht. Ah gut, ja, das kenne ich, aber das danach gerade noch gar nicht. Egal. Krasser Song. Also Real Talk, krasser Song. Der macht so Bock zu hören und ist auch so ein geiler Abdreh-Song nochmal wieder, der nochmal richtig bei einer Show oder in der Halle ballern kann, denke ich. Auch sowieso, wenn 1999 sowieso eine krasse Fan-Community hat, muss man ja einfach sagen. Die zu ihren Songs so krass abgehen kann. Aber damit haben die nochmal einen richtigen, richtigen Banger geliefert zum richtig durchdrehen. Ist aber geil. Mit der Kombo, also mit dieser Kombo von Melodie, Beat und den Sound der Stimmen hätte ich nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Aber mega geil. Sehr, sehr stark. Geiles Video. Auch wieder sehr, sehr krass gedreht. Coole Idee. Wie die da am Abkacken sind und die jetzt Spaß haben. Wie gesagt, es sieht natürlich richtig edel aus, alles. Hammer. Also Real Talk, sehr, 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 sehr geiler Song, aber auch sehr, sehr geiles, wie gesagt, sehr geiles Video. Mega! Hey, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.